5 Stunden fürs gleiche Geld? Ja, das ist natürlich eine tolle Vorstellung erstmal, ne? Ich würde sagen, 5 Stunden sind toll, weil ich habe 5 Stunden und das ist das Beste, was einem passieren kann. Das ist auch völlig ausreichend, das ist top. Man hat dann so das Ziel, 5 Stunden, dann bin ich zu Hause, muss ich nur noch die Sachen hier fertig machen und dann war's das. Die Idee zum 5-Stunden-Tag hatte ich schon früher öfter im Kopf, weil ich in meinem bisherigen Berufsleben einfach diese 8-Stunden-Woche als nicht passend für unsere Branche gesehen habe. Der erste Gedanke war natürlich geil. Wer wünscht sich das nicht? Weniger Arbeit für das gleiche Gehalt. Das war erstmal ein bisschen Unglaube. Meint der Typ da vorne das ernst? Ist der total verrückt? Aber die fanden das alle super, die finden das jetzt noch super und die freuen sich eben darüber. Die Idee zum 5-Stunden-Tag hatte ich schon früher öfter im Kopf, weil ich in meinem bisherigen Berufsleben einfach diese 8-Stunden-Woche als nicht passend für unsere Branche gesehen habe. Ich habe selber auch 2 Tage früher schon nachmittags frei gemacht, weil ich dachte, ich habe 2 Kinder, ich will auch mal ein bisschen Zeit mit denen am Nachmittag verbringen. Habe dann am Ende der jeweiligen Woche festgestellt, oh, ich habe aber irgendwie das Gleiche geschafft und ich habe es geschafft, in den jeweiligen Vormittagen so viel Arbeit reinzupressen, dass ich halt einfach auch entspannt am Nachmittag mein Leben genießen konnte. Das ist auch so, dass wenn man vormittags dann hier von 8 bis 13 Uhr arbeitet, man mit bestimmten Themen vielleicht auch nach Hause geht und in einer völlig unerwarteten, in einem unerwarteten Moment dann eine tolle Lösung hat, die man am nächsten Morgen einfach dann schnell mitbringen kann. Ich war ja ganz frisch im Unternehmen als neuer Chef. Das war erstmal ein bisschen Unglaube. Meint der Typ da vorne das ernst? Ist der total verrückt? Und dann fanden die das natürlich alles höchst interessant und toll. Also das war wirklich irgendwie natürlich Freude, dass so ein Chef so eine eigentlich relativ moderne Idee mitbringt. Das liest man ja immer mal wieder, dass irgendwer darüber mal was erzählt hat, dass es eine tolle Idee wäre, weniger zu arbeiten und dass es ja klappen könnte. Ja, die waren erst ungläubig, dann glücklich und ich habe es auch im Team diskutiert, ob die auch Lust auf diese Umstellung haben, weil das ja auch viel fordert. Es fordert ja enormen Einsatz eben in diesen Stunden von 8 bis 1. Aber die fanden das alle super, die finden das jetzt noch super und die freuen sich eben darüber. Für die Arbeitnehmer hat sich eigentlich grundsätzlich gar nichts geändert. Die kriegen das gleiche Gehalt wie vorher, die kriegen den Urlaub genauso wie vorher. Die müssen einfach nur ihre Arbeit plötzlich in weniger Zeit schaffen. Das heißt, die einzige Änderung ist, sie müssen hier sich besser strukturieren, glaube ich. Sie müssen irgendwie ihr Privatleben vielleicht ein bisschen ausklammern am Arbeitsplatz, was bei anderen 8-Stunden-Tagen nicht so, glaube ich, extrem notwendig ist, weil natürlich immer mal irgendwo was geklärt werden muss mit Kindern oder mit dem Amt oder sonst wie. Das passt hier dann schwierig rein. So, aber ansonsten hat sich nichts für die geändert, es bleibt alles beim Alten. Ja, ich glaube, das Pensum kann man schaffen, indem man einfach bestimmte Zeitfresser eliminiert im Betrieb. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so mit Freunden drüber spreche, denke ich immer, wenn man morgens bei so einem 8-Stunden-Tag ins Büro kommt, dann gibt es erstmal den Kaffee, dann sortiert man sich ein bisschen, man guckt, was so die Kollegen machen, wer schon da ist, dann quatscht man kurz, das ist schon mal eine halbe Stunde locker jeden Tag. Das Gleiche passiert, glaube ich, vor Feierabend, dann wird nochmal gerade Spiegel Online gecheckt, dann guckt man nochmal auf Facebook, dann hat man nochmal eine halbe Stunde verschenkt. Also ich glaube, da reden wir eigentlich nur über eine Differenz von 7 auf 5 Stunden. Dann gibt es diese Mittagspause, danach hat man einen vollen Bauch, dann braucht man auch erstmal eine halbe Stunde, um wieder warm zu laufen. Dann gibt es die persönlichen Gespräche in der Küche oder irgendwo im Büro. Die klauen auch nochmal eine Stunde, vielleicht am Tag, vielleicht nicht ganz. Aber auf jeden Fall haben wir am Ende eine Differenz von einer Stunde vielleicht zum regulären 8-Stunden-Tag. Und das kann man durch effektive Tools und einfach gute Struktur, glaube ich, auch lösen. Also ich glaube, ja, das ist ein bisschen Druck, mit Sicherheit. Ich glaube aber, dass der Druck, dadurch, dass man einfach 3 Stunden mehr Zeit hat, sich da auch zu entspannen, dass der total gerne genommen wird von allen. Das ist ja irgendwie so ein gemeinsames Ziel. Wir wollen alle um 13 Uhr hier raus und einfach den Rest des Tages frei haben. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte Urlaub, dann fängt der Tag manchmal auch erstmal seriös um 13 Uhr an. Das heißt, irgendwie kann man überleiten, dass wir hier eigentlich so wie Urlaub. Wir sind hier wie im Urlaub. Ganz so ist es natürlich nicht. Also es ist natürlich Stress, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, wenn man selber auch strukturiert diese 5 Stunden durchzieht, dann hat das auch was Glückstiftendes vielleicht, weil man einfach sich freut, wie viel man eigentlich gerade geschafft hat und dann ist eben der Feierabend. Ich glaube, das wiegt eine ganze Menge Stress auch wieder auf jeden Tag. Wenn ich ein Zwischenfazit ziehen sollte, bin ich erstmal überrascht, wie gut das alles funktioniert und bin da auch echt glücklich drüber, weil die Kollegen halt sehr motiviert hier zur Arbeit kommen und riesen Spaß haben. Bei mir selber geht es genauso. Ich finde es schön, dass auch da sich so eine Dynamik entwickelt und das irgendwie zu Freude am Arbeitsplatz auch führt.
So, und dann können wir die Rechnung zu Ende machen. Dann haben wir 2 von 4 schon fertig. Das sind immerhin fast 50%. Und dann gucken wir da weiter. Ja, dann haben wir. Ja, alles klar. Aber dann ist es genau das gleiche Prinzip. Dann mache ich das gerade fertig, schicke die zu und dann hörst du die raus. Okay, gut. Und machst du dann auch noch eben die restlichen Excel? Ja, die sind am besten direkt jetzt auch fertig. Und dann sollten wir uns über den Dezember. Ich glaube, Mittag wird sonst zu eng und zu stressig. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Ich gucke mal, wie viel ich da jetzt noch von schaffe. Und bitte. Und bitte. Und das nächste. Und das nächste. Und den letzten. Bitte. Stopp. Und weiter. Und den nächsten. Den letzten. Warte, bitte. Stopp. Weil ich dachte, weil du sie eh nicht selber einbauen kannst, möchtest du sie vielleicht gar nicht haben. Ja, hast du die? Die irgendwo mit reingepackt? Die nochmal einfach mit an, dass du das auch einfach hast in dem Verlauf. Und bitte. Weil die und bitte. Genau, das ist eigentlich gelaufen. Habe ich gestern vor Feierabend nochmal so gegen 14, 14.30 Uhr angerufen. Da ist meine Datei ein. Du hast so die 2 Farben. Da ist es theoretisch noch gegeben. Also weiß auf farbigem Hintergrund klassifiziert sich, glaube ich, immer für ein einfaches A. Also man kann ja die Ecken, ne? Ja, ja. Das ist immer, wenn die Entwicklung, wenn meine Layouts kriegt, und das sind immer so Kleinigkeiten, das kann schon mal untergehen. Aber da können wir mal reinreichen, dass wir vielleicht so kleine Border-Ranges nennen.
sagen, wenn wir so die Stärke von dem Schatten im Feld, gibt das doch frei. Und ich merke einfach nochmal...